Du da kriegst bitte mal ein Mädchen. Und du kriegst bitte auch mal ein Mädchen. Ja, unsere beiden Bauarbeiter bauen jetzt fleißig das Haus. Da sind hoffentlich irgendwann mal die beiden Häuser dran, weil sonst habe ich hier meinen Bierbrauer umsonst. Oh, Eisenschürfer, sehr gut. Jetzt könnten wir ihn dann theoretisch zu einem Eisenschmelzer machen. Ja, macht Sinn. Wir brauchen beide Schritte. Hier hinten hätten wir Goldnuggets, aber da sind Indianer im Weg. Also nein. Er ist müde und er geht gerade zur Arbeit, oder? Ja. Er holt es direkt aus dem Steinmetzzelt. Ah, auch gut. Du kannst trainiert werden. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt, aber dir fehlt noch ein bisschen zum Level-Up. Deswegen stell noch mal 6 Stück her. Wir brauchen eh noch mehr Möbel. Die Frauen kommen nämlich jetzt alle langsam und schleppen Möbel in ihre Häuser. Ihr braucht mal wieder Geschirr, sehe ich gerade. Ja. So, jetzt habt ihr beide erstmal einen Ort zum Schlafen. Und du hast den Tischlerberuf erfunden. Sehr gut. Das heißt, wenn ich in meinen Technologiebaum gucke, ja, sind wir hier schon mal recht gut. Als nächstes brauchen wir einen Speermacher. Aber bevor wir ans Militärische gehen, stellst du mir mal neue Geschirrdinger her, weil wir brauchen langsam welche wieder. Du musst dann nachher wieder Holz hacken für mich. Ah, ihr baut die Schusterei, das ist gut. Baut erstmal die Schusterei. Ja, auch wenn ich ihre Wohnhäuser jetzt hier vorne habe und sie da hinten arbeiten. Hier hinten wird nicht mehr viel zu arbeiten sein. Nachher. Das meiste wird dann hier vorne abgehen. Speermacher, Bogenmacher. Die Eisenwirtschaft. Ja, er hat Hunger, er geht noch einigermaßen.
Er holt noch das letzte Holz. Stein und Weizen können wir dann von hier irgendwo holen. Ja, du hast die Warenmenge hergestellt. Das heißt, du wirst wieder Werkzeugschreiner. Holzfäller. Ja, und langsam sind auch die Häuser mit Möbeln versorgt. So, du holst Stein. Von wo auch immer. Du Stein holst. Du hast eher keine Ahnung, wo du hinläufst, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, von mir aus heiratet ihr beide. Damit haben wir alle Frauen verheiratet, hä? Jetzt muss noch hier eine rein heiraten. So, du holst Stein von dort und du holst wahrscheinlich jetzt... Nee, du gehst erstmal schlafen, auch gut. Du holst Nahrung zum Kochen, das ist sehr gut. So, gehen wir schon mal die Eisenschmelze, weil sobald die Schusterei fertig ist, werde ich erstmal die Eisenschmelze bauen. Die braucht auch wieder Holz, Lehm, Weizen. Ah, Lehm. Es ist kein Lehm mehr übrig, also gehst du Lehm sammeln. Der Töpfer kann wohl doch nicht, anscheinend nicht selber Lehm sammeln, hä? Na, ja, sammeln mal viel, viel Lehm. Sonst können wir nämlich hier so gut wie nichts fertig bauen, jedenfalls nicht die Eisenschmelze. Ja gut, das Eisenschiffer, der lagert schon Eisen ein. Ja, ja. So, du wirst dann mal Schuster. Weil gleich ist dein Arbeitsgebäude fertig. Eisenschmelze.
ist dann die nächste Aufgabe erstmal. Wobei, du produzier ruhig Schuhe en masse. Wahrscheinlich erst nachdem du geschlafen hast. Nein, du holst Leder, okay. Ey, da liegt ja zufällig Leder rum. So, du hämmerst jetzt die ersten paar Schuhe zusammen, die du wahrscheinlich selber anziehen wirst. Frauen tragen lustigerweise keine Schuhe. Jedenfalls keine besseren Schuhe. Tragen wir irgendwie hauptsächlich die Männer. So, du kannst dann gleich schon mal den Beruf wechseln zum Eisenschmelzer. Langsam ist genug Nahrung in allen Gebäuden. So, unsere Eisenschmelze wird auch gebaut. Ja, sieht recht gut aus mittlerweile. Alles. Wir stellen Schuhe her. Der Bierbrauer, der eigentlich arbeitslos ist, holt sich als erster Schuhe. Oh, zwei neue Paar Schuhe. Gerade der Schuster selber hat noch keine Schuhe. Du holst Holz. Du bist erwachsen, das heißt, ja, du kannst heiraten. Wir haben Hunger. Das hier ist ein ja. Das Haus leer. Du bist jetzt verheiratet, sehr gut. Die freuen sich beide. Und sie sollte jetzt dann kochen gehen. Und er sucht Nahrung. Okay. Sie ist auch erwachsen. Für sie brauchen wir aber im Augenblick keine Unterkunft. Wie viele Leute haben wir jetzt mittlerweile? 23, also 7 fehlen noch.
Er bringt den letzten Lehm. Das heißt, wo ist mein zweiter Bauarbeiter jetzt unterwegs? Er bringt Lehm und er hier baut immer noch eine Eisenschmelze. Ach, er steht da rum und wartet, dass er die Rohstoffe liefert, hä?